Ja, liebe Grüne, liebe Menschen draußen im Land, wir stehen ja heute vor der RWE-Hauptversammlung in Essen, begleitet von massiven Protesten, wie man sehen kann, und von einem unheimlichen Polizeischutz. Das zeigt, dass dieses Unternehmen sich binnen kurzer Zeit ins gesellschaftliche Abseits manövriert hat und deswegen jetzt sogar von Polizei geschützt werden muss. RWE ist das Unternehmen, was den größten CO2-Ausstoß in Europa produziert. Es ist das einzige Unternehmen, was gegen die vorzeitige Stilllegung der ältesten Atommeiler Klage eingereicht hat und hat sich damit mit der Unternehmenspolitik völlig ins Abseits manövriert. Immer mehr Aktionäre, immer mehr kritische Aktionäre sind deswegen hier heute und wollen gegen diesen Kurs protestieren, haben Anträge gestellt und wir als Grüne protestieren auch. Wir wollen, dass auch RWE endlich versteht, dass Umwelt und Wirtschaft sich nicht ausschließen, kein Gegensatz sind, dass sie Abstand nehmen wollen von dieser hochgefährlichen Atomtechnologie und auch von der hochgefährlichen Atomtechnologie, dass sie endlich umsatteln auf erneuerbare Energien, die Energiewende einleiten. Deswegen sind wir heute hier, protestieren und werden das auch heute auf der Versammlung deutlich machen.